Straße fahren, wenn man die Straße irgendwie... Target neutralized. Hallo, die Herren. Oh, was machen Sie denn? Ich hätte mal eine kurze Frage. Ich würde gerne erstmal fragen, ob Sie bekloppt sind. Jo, schönen Abend noch. Entschuldigung, hallo. Warten Sie einmal bitte. Komm. Hallo. Bye, have a great time. Got it. Ja, ich hätte mal eine Frage, wo findet man den Spitzhacken? Die kann man in Kavala kaufen, aber wenn Sie ganz kurz warten, kann ich Ihnen meine geben. Ja, nee, weil ich habe gehört, die findet man, wenn man auf den Boden schaut. Oh. Nee. Haben Sie da eine gefunden auf dem Boden? Ich finde Ihnen gleich eine. Entschuldigung, haben Sie da eine Spitzhacke gefunden? Wahrscheinlich finde ich hier eine, oder? Hey, Kollege, was mit dir? Ich komme, wir tun, als wäre nichts. Oh, der Herr, was machen Sie denn da in unserem Auto? Sie haben mich gerade über den Haufen gefahren. Ich habe Sie überfahren. Ja? Das kann gar nicht sein. Kollege, zeig doch mal, wie du hier reingefahren bist. Also, das kann doch gar nicht sein. Ungefähr so, wie es jetzt mein Kollege nachstellen wird. Dabei hätten wir Sie ja... Wow! Skandalös! Das wird direkt aufgenommen. Das kommt nicht nur in die Nachrichten, sondern das kommt noch... Ja, Ihr Gesicht ist jetzt schon verpixelt, ne? Sie haben da ein paar kleine Schrammen drin. Halt. Sie fahren gerade in eine Quarantänezone, der Herr. In eine Quarantänezone? Welche? Ja, tschüss. Ach. Es hat geklappt, Alter. Es klappt, Alter. Ja, aber park so. Park hier. Stopp. Passen Sie da auf. Alter, steig's jetzt Hallo. Einmal aus! Entschuldigung, dieses Auto haben wir gerade geklaut. Das ist als gestohlen gemeldet. Jo, bleiben Sie einmal hier oder ich werde nicht. Oh, fahr weg. Fahr weg, der tötet uns. Glück gehabt. Ja, ich klau dat. Warte, tu so, als ob du tankst. Ich wollte mal fragen, ob ich Ihr Auto klauen darf. Nee, dürfen Sie nicht. Okay, danke, tschüss. Oh, kritischer Blick. Ganz kritischer Blick. Oh! Ups. Sorry. Das war aus Versehen. Sorry. Will der nicht mit uns reden? Alter, hör auf oder ich nehm's auf und bann dich. Lass mich bannen, ohne Witz. Hau ab. Oh. Oh nein! Ups! Ah, jetzt. Halt mal an. Wir tun jetzt ganz normal. Guten Tag. Jo, na klar, hallo. Moin. Wir haben hier eine Beschwerde vorliegen gegen Sie, dass Sie angeblich versucht hätten, das Fahrzeug da vorne zu stehlen. Okay, lass uns mal ausreden. Was? Ah, nee, das stimmt nicht. Ich bin beteiligt. Ich habe nämlich gefragt, ob ich das klauen darf. Und der Bürger, der sich mit dem Gesetz natürlich gut auskennt, hat dann gesagt, nein, dürfen Sie nicht. Also, ich habe ihn gefragt, ob ich das Fahrzeug klauen darf. Stimmt's? Ja. Warum fragen Sie sowas? Ja, ich wollte wissen, ob der sich mit dem Gesetz auskennt. Aber das ist ja noch kein versuchter Diebstahl. Es ist aber eine versuchte Körperverletzung, einen Herrn erst aus Versehen umzufahren. Da habe ich aber gesehen, haben sie mich nur ein bisschen gestriffen. Und das zweite Mal haben sie mich. Da bin ich hinterher gefahren, dann beim Marktplatz haben sie wieder zwei Leute. Ja, ich weiß warum. Und ich hatte meine Brille nicht auf. Und dass mir das erste Mal passiert. Und ich wollte halt nochmal zurückfahren und mich entschuldigen. Aber ich habe so schlecht gesehen, dass ich den Herrn einfach nicht mehr gesehen habe. Das tut mir wirklich. Sie standen auf dem einen Typen drauf und den anderen, der lief an der Mauer lang. Und sie sind rückwärts voll in den reingeknallt. Und haben dann mal so eine Mauer mit umgewämst. Da war gar kein Typ. Ich habe den für einen Pinguin gehalten. Das war ein Pinguin. Auch so ein laufender Pinguin. Kann das? Haben Sie irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Leuten hier? Jetzt? Ich beleidige Sie. Was beleidigen Sie mich? Was nehmen Sie sich das Recht raus, mich zu beleidigen? Ja, Entschuldigung. Ey, seien Sie jetzt mal leise. Sie beleidigen mich hier einfach, ja?
Der Herr, bleiben Sie jetzt ruhig oder werden Sie teil sein? Ganz cool. Oh, mashallah. Wallah, wallah, shumallah, mochallah. Ja, komm mal, teil sein. Wallah, wallah, ene, mene, mekus. I am now mekus. Möchten Sie auch noch festgenommen? Mhm. Der Herr, was mache ich denn hier gerade? Können Sie mir das mal erklären? Stehen. Das Problem ist, der Kollege, der hat gerade seinen arabischen Tee getrunken und ist dann verschwunden. Weiß gar nicht, worum es jetzt hier geht. Ja, du so, als ob du alles vergessen hast. Das ist natürlich schlecht, ich erkläre es für Sie nochmal. Sie haben mehrere Leute umgefahren, haben versucht, ein CDA-Fahrzeug auf die Seite zu stoßen, haben mich umgefahren und meine Kollegen. Wie kommen Sie da jetzt auf mich? Weil Sie im Auto saßen und gefahren sind. Hallo, ich bin der Tim. Was mache ich denn hier, Herr Officer? Was wollen Sie denn von mir? Ich habe noch gar keinen Autoführerschein. Ich bin erst 12. Können Sie mich bitte freilassen? Ich muss jetzt nach Hause. Was ist denn dieser... Hier ist ein guter Mann neben. Ich hätte noch eine Frage an Sie. Na klar. Ja. Kennen Sie den Salzquad? Sag mir was. Okay, jo, das wär's dann, ne? Da können Sie mich jetzt einknasten.